Hallo ihr Lieben. Boah, ich sehe voll kaputt aus. Ich habe gerade geduscht, dann sind wir kurz zu Penny gegangen. Ich habe meine Brown Nose Box abgeholt. Und ja, ich habe 6-mal Milchshake mit Vanillegeschmack geholt. Leute, die schmecken so, so gut. Die sind von Penny. Und einmal mit Erdbeere. Und ich habe für Lina Eis gekauft. Dann habe ich für Lina Eis gekauft. Das muss jetzt in Papierfach. Was haben wir noch gekauft? So, und ich habe 2 Spardosen gekauft. Eins ist für mich, eins für Auda. Wir wollen diese 52 Week Challenge machen. Da muss man ja jede Woche Geld reinwerfen. Also am ersten Tag 1 Euro, in der ersten Woche 1 Euro, in der zweiten Woche 2 Euro, in der dritten Woche 3 Euro. Immer so weiter. Ja, jetzt kriegt das natürlich viel. Unser Kühlschrank ist übrigens mega voll. Ich muss den sortieren. Severin. So ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Wir gehen jetzt Order abholen und wollten von da zu Saturn. Von Lifehite ist so ein Fenstersauger im Angebot mit Zubehör. Und das wollte ich kaufen für zu Hause. Ich habe das von Mama mitgenommen, habe die Fenster gestern sauber gemacht. Habe ich gestern, glaube ich, auch erwähnt. Also in dem Vlog noch. Und der ist sehr, sehr gut. Ich kann euch den nur empfehlen. Wir werden den jetzt kaufen. Dafür müssen wir erstmal Order abholen. Dann fahren wir in die Stadt. Und dann müssen wir ins Kaufhof. Also ganz oben im Kaufhof ist ein Saturn. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und ja, wir sind soweit fertig. Ich weiß nicht, ob die Schuhe passen mit dem Oberteil hier. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wie das aussieht. Angeblich habe ich gestern auch die Fenster hier sauber. Also das sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das passt. Aber ich finde, ich sehe heute mal ein bisschen sportlicher aus. Ja, mal schauen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Die Tür ist auch auf draußen, weil ich den Kinderwagen schon angestellt habe. Also Lina, kommst du? Okay, dann sagen wir bis gleich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir wollten gerade losfahren, aber ich habe gemerkt, dass ich Linas Tasche zu Hause vergessen habe mit ihrer Pampers, mit den Feuchttüchern und Wechselklamotten. Ja, wir haben Linas Sandspielsachen mitgenommen, genau, aber wir wollten nicht unterm Haus spielen. Es ist noch nicht sicher, wo wir spielen werden. Wir gehen jetzt erstmal was Kleines essen. Später essen wir dann zu Hause groß. Und ja, ich muss auf jeden Fall erstmal die Tasche von Lina mitnehmen. So ein schöner Tag. Lalalala. Wo ist die Tasche? Ach so, hier. Hier passt übrigens auch alles rein, ne? Boah, mein Arm tut so weh. Ich weiß nicht, was so statt. Damit wir da ein bisschen rumlaufen, Eis essen. Weil die Stadt ist heute bestimmt sehr, sehr leer. Wir haben ja heute Sonntag und mal schauen. Ich habe übrigens einen Lippenpuder drauf. Man sieht zwar nicht mehr so viel, aber egal. Ach so, ich wollte euch mein Outfit zeigen. Das ist das Oberteil, also der ist Overall von H&M und darunter habe ich meine neuen Schuhe von H&M und die haben nur 7,99 gekostet und sind sehr, sehr bequem, perfekt für den Spielplatz. Naja, ich habe euch jetzt wieder voll gelabert und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen jetzt essen, Lina. Aber mit Lina da essen, ich schwöre, das ist Geldverschwendung. Mit Lina essen zu gehen ist Geldverschwendung. Mit Lina essen zu gehen ist sehr anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch kein Wasser für Lina, ne? Du hast die Flasche gestern weggeschmissen. Ich habe eine Liter für Wasser. Ekelhaft, ne, diese Flaschen. Boah, die Arme. Ich bin gestern reingekommen, ich wusste gar nicht, dass das ausgelaufen ist. Und du hast sie ausgezogen? Schatz, aber sie war so nass am ganzen trotzdem Rücken. Trotzdem hast du was trocken. Ja, die hat die ganze Zeit so gemacht. Also wohin jetzt? Ja, egal. Du bist Chef heute. Okay, Lina, und wo ist das? Ich habe Hunger, aber ich will nicht was Großes. Ich will später kochen, ja. Was
ist das denn für ein Laden, was er aufgemacht hat? So Kebabladen wie Saman. Ja, dann müssen wir als erstes direkt, wenn wir reinkommen, für Lina was bestellen. Aber direkt, dass sie das schon mal direkt machen, weil sonst kann sie nicht warten, bis unser Essen kommt. Hallo, siehst du mich vom Fenster? Ah, ich sehe dich. Da, la, la, la. Hallo. 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 So, ihr Lieben, wir sind wieder am Start. Wie man merkt, wir hatten ja eine lange Zeit Pause. Jetzt sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr freut euch. Und vielen lieben Dank an die Leute, die immer im Livestream mit dabei waren. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ihr habt meinen Abend gerettet an den Tagen, wo Auden mit FIFA beschäftigt war und sich so abgefuckt hat, weil er nicht gewinnt. Das ist ja. Nur ein Moment. Aber du bist unnormal aggro, merkst du das? Ich hasse was, irgendwas zu verlieren. Weißt ja, du? Wir haben gestern ja, Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und wir haben den 2-3 Mal aufgefressen. Also der musste wieder zurück, komplett zurück. Boah, der war so sauer. Der hat dieses Leiterspiel gespielt. Du bist ein schlechter Verlierer. Und wenn der gegen jemanden gewinnt, wir gehen jetzt essen, Babische. Sagt der das 50 Jahre lang, dass er gewonnen hat. Ist immer so. Gewinnen ist immer gut, schön. Aber wenn Shivan gewinnt, sagst du, jetzt wirst du den ganzen Tag... Dieser Idiot kann nicht spielen. Das fuckt mich ab. Der gewinnt nur mit Glück. Oh Mann. Und wenn ich abgefuckt bin, dann spiele ich auch schlecht. Die suchen Paketzusteller, Schatz. Ja, soll ich da arbeiten, oder was? Bist du direkt vor meinen Augen? Ja, heute haben wir keinen Tag zu zweit, aber dafür waren wir so... Keinen Tag zu zweit. Wir sind meine, Donnerstag waren wir dafür zusammen draußen. Oh. Ja. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Überall Baustelle. Heute ist so ein schöner Tag. Kamen die sonntags auf? Wer? Ja. Was denn? Ich hab so Bock auf dieses Sushi, Rudolfplatz. La 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 la. Ich hab Geld, ich sag Louis Louis Louis. Deine Frau sieht sich aus für eine Louis Louis Louis. Louis Louis, Schuhe von Louis Louis Louis. Gürtel von Louis Louis Louis. Panto von Louis Louis Louis. Ich scheiße Vater zu sein, Superstar und hier bin ich. Alle meine Frauen sind im Schlaf sogar willig. Der Schal war nicht billig, Kaschmir ist teuer. Vielleicht bin ich gar nicht Käse, sondern Mann. Ich zeig euch das jetzt gleich. Support! Boah, Schatz, wenn dein Hund hat, wie viel gekommen. Aber wenn du zeigst, dir kaputt. Warum geht's nicht? I'm sure.
So, wir sind jetzt hier fertig. Dieser Park ist sehr, sehr schön. Das ist die Merheimer Heide. Ich denke mal, wir kommen nächste Woche oder so grillen, wenn das Wetter schön ist. Und jetzt suchen wir den Ausgang. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in Richtung nach Hause. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Ja, Lina erklärt was. Ja, genau. Wir holen uns jetzt noch ein, zwei Getränke und dann lassen wir den Abend ausklingen. Warte. Willst du was sagen? Bitteschön. Ich ruhig sagen. Aber halt mit bei. So, dann rede mal. Bitte rede. Erzähl, was du heute machst. Nee. Schatz. Krass, ey. Aber pass auf, ne? Nicht die Kamera runterfallen lassen. Halt die komm. So. Komm, das war's. Ja, wie gesagt, das reicht, glaube ich. Wieso aber direkt gekocht? Was ist das? Das ist, wie heißt das? Diese. Leblebi? Diese auf Deutsch. Kichererbsen? Kichererbsen, wallah, auf Deutsch hört sich gar nicht so gut. Naja, einmal Kichererbsen mit Hackfleisch. Rinderfleisch. Und einmal Reis. Wie immer. Das meinte ich. Und Shivan sitzt auch da. Hallo! Hallo! Shivan ist so da. Hallo! Was, Mama? Komm mal probieren. Sag hallo! Wir gehen gleich zu Oma. Aber du sollst nicht weinen. Guck mal, wie hässlich du bist. Willst du dich nicht sehen? Was schau mal, wie du bist. Gelbe Backe. Allemal, wir snicken wir allemal. Allemal, wir gehen jetzt raus. Komm, Eis in den Kissen. Aber wir machen es okay? Damit du dich siehst. Offiziell? Upsala. Allemal, komm, wir machen Eis in den Kissen. Eis in den Ja? Und für Mama, Linda. Nein? Okay, Eis jetzt für Mama. Und für Eis jetzt. So, ihr Lieben, es geht weiter. Wir gehen jetzt zu meiner Mutter. Von da aus wollten wir in die Stadt ein bisschen spazieren, einkaufen. Mal schauen. Lena ist auch schon fertig. Sie hat euch ja eben schon ein bisschen begrüßt. Und ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mit.
So, wir warten jetzt auf den Bus und Lena ist mit ihrem Teddy. Lena, du hast dich ausgezogen. Warte, ich muss dich wieder dran machen. Otto, nein, du musst erstmal. Moment, Leute, ich muss dich mal dran. Hier wieder dran machen mit dem Ding da. So, wir sind jetzt bei TK Maxx. Aber haben noch nichts gefunden von Hakas übrigens. Meine Mutter ist mit den Rollentreppen runtergegangen. Ganz sportlich. Ja, und wir gucken jetzt mal, was wir alles so finden. Bis jetzt haben wir noch nichts gekauft. Lina sucht sich was aus. Ah, alles was auch schön. Findest du nicht? Nee. So. Ja. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe nicht viel gefilmt. Wir haben ein paar Sachen gekauft. Zeige ich euch zu Hause. Ich habe für Auden und Lina eigentlich nur eingekauft. Für mich gar nicht. Jetzt muss ich nochmal zu Kaufland für Auden Deo kaufen. Und wir melden uns gleich. So, ihr Lieben, ich wollte euch jetzt zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar habe ich jetzt einmal das hier für Lina gekauft. Leute, das war reduziert von 50 Euro auf 40 und von 40 auf 9,99 Euro plus 10% haben wir 8 Euro oder so bezahlt. Und das ist der Hammer. Also 9 Euro haben wir bezahlt. Ja, ich finde, das ist richtig cool. Ne, Lina? Das sieht halt so aus. Und wir haben gestern noch ein Auto dafür gekauft, ja, von Hot Wheels. Da ist zwar eins dabei, aber extra zwei haben wir jetzt mitgenommen. Genau. Ups. Nochmal. Was? Nochmal. Tu das Auto rein. Genau. Nein, Maus, guck mal. Du tust das Auto so rein. Halt, was? Was? Ach, alles gut. Tamam, hadi bas. Hm. Ah! Stecken geblieben. So, ihr Lieben, ich habe gerade auf Mommy Blog ein Rezept entdeckt für, wie heißt es nochmal? Badewannenfarbe. Dafür braucht man nur hier Shampoo. Lebensmittelfarbe und Speisestärke. Ich werde das jetzt machen für Lina, weil sie wollte gerade baden. Und das passt eigentlich perfekt. Ich zeige euch das mal, wie das geht jetzt. Ganz einfach. So sieht das jetzt aus. Also ihr braucht 2 Esslöffel Speisestärke, 80 ml Shampoo und ganz normal Lebensmittelfarbe. Ich hatte jetzt die 3 da, voll passend. Und Lena darf das natürlich jetzt sofort ausprobieren. Ja. Sie soll erstmal damit spielen und dann geht sie später duschen. Und das geht auch reibungslos ab mit heißem Wasser. Wurde jetzt in dem Video gesagt. Also ich würde es auf jeden Fall nachmachen.
dann müsst ihr das nicht kaufen, weil ich glaube, das zu kaufen ist wesentlich teurer, als wenn man das selber macht. So ihr Lieben, heute ist der nächste Tag, ich sehe voll kaputt und tot aus, aber ich wollte euch kurz mal zeigen, was ich alles gekauft habe bei H&M. Und zwar, was ich für Lena gekauft habe, habe ich ihr gezeigt. Und zwar habe ich bei H&M, das habe ich letztens bestellt, habe ich euch aber nicht gezeigt. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, reduziert 11 Euro noch was. Das ist Größe 92. Das sind Langarm-Buddies, genau. Hier. Das brauchen wir im Winter. Dann habe ich gestern für 3 Euro plus, also das, was ich euch jetzt zeige, da kommt nochmal 30% drauf. Das habe ich für 3 Euro gekauft. Also ich glaube, am Ende hat es 2 Euro wie viel gekostet? 2,40 Euro? Nee, 2,10 Euro. Dann habe ich das für 5 Euro gekauft, auch nochmal 30% drauf. Das ist Größe 98, perfekt für nächstes Jahr. Dann habe ich hier diese süße Short gekauft, die hat auch 5 Euro gekostet, plus 30%. Die kann man hier auch enger machen, was ich sehr, sehr gut finde. Und das hat hier an den Seiten Pailletten. Ich finde die Hose sehr schön, auch plus 98. Dann habe ich für Auda diese Badeshort gekauft in XS, aber die ist viel zu klein für ihn. Das hat 5 Euro gekostet, das muss ich zurückgeben. Auda hat das abgezogen, ich habe es jetzt so dran gemacht, provisorisch. Ich hoffe, die nehmen das trotzdem an. Genau, einmal das, das muss ich aber zurückgeben. Und für 10 Euro, 30% nochmal drauf, habe ich diese Hose gekauft. Die ist so, so schön und die sitzt perfekt. Und er hat sich auch sehr gefreut. Am Anfang meinte er, nee, warum hast du das gekauft? Also gestern, ich habe ja heute bei meiner Mutter geschlafen, weil die jetzt gestern Abend in Bonn waren. Aber ja, es hat ihm sehr gefallen. Übrigens gehen wir am Freitag grillen und mal schauen. Wir wollten hier auf die Meerheimer Heide. Da ist auch ein riesen Spielplatz für Lina und ich hoffe, das wird was, weil momentan, wie viel Grad wird's? Freitag 21 Grad mit Regen. Ups. Naja, mal schauen. Machen wir spontan. Und was ich euch noch sagen wollte, meine Freundin Güljan hat mit YouTube angefangen. Sie macht Kochvideos. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr sie unterstützen würdet. Und zwar heißt sie Selfmade Foods. Das ist ihre Seite. Ich hoffe, das fokussiert. Ja, ich verlinke die Seite unten in der Infobox. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sie abonnieren würdet und unterstützt. Sie ist noch ganz am Anfang, aber ich finde, sie kann so gut kochen. Sie hat auch einen Instagram-Account, den werde ich auch unten verlinken. Leute, also sie schreibt auch mal alle Rezepte und so rein. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie grüßt von mir, ein Abo da lässt und sie unterstützt. So ihr Lieben, ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich bin nämlich gerade das Badezimmer am sauber machen, die Fliesen. Und demnach sehe ich auch aus, voll kaputt. Aber ich dachte, ich habe halt mal wieder Lust zu vloggen, also die letzten Tage. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen, übermorgen oder überübermorgen wieder. Bis dann, ciao!